Und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Salt and Sanctuary, immer noch für den PC, wo wir beim letzten Mal den Boss von der Salt Alkymanzerie besiegt haben und das Gebiet damit fertig haben. Wir haben noch ein Item übersehen, wo ich allerdings nicht weiß, wie man genau da dran kommt. Deswegen lassen wir das erstmal liegen und sprechen hier mit der Vogelscheuche. Was hast du denn zu sagen? Es bleibt bestehen und überdauert. Doch wofür? Überleben oder Herrschaft? Es kann flüchten und überleben. Oder es kann bleiben und die Herrschaft einfordern. Es würde beide Taten für unmöglich halten. Wonach strebt es denn? Überleben oder die Herrschaft? Nach was streben wir denn? Ich denke, wir streben nach Herrschaft. Diese Insel ist meine Domäne. Die, die sich wünschen zu fliehen, müssen sich die Flucht erst verdienen. Das ist unmöglich. Es wird das herausfinden. Was vor ihm steht, ist eine Marionette. Es wird das herausfinden. Finde mich. Ja, und wir haben jetzt quasi das letzte wirkliche Gebiet betreten. Was danach kommt, ist nur noch ein Schlussgebiet. Und diese Vogelscheuche hier hat uns quasi schon verraten. Beziehungsweise wir haben durch die Vogelscheuche jetzt festgelegt, was für eine Art von Ende wir erwarten können. Und das Ende, was wir jetzt erwarten können, ist Herrschaft. Und soweit ich mich erinnern kann, ist das hier ein Gegner, der mir gerade ziemlich egal ist, weil ich hier nach links gehen möchte, um so schnell wie möglich hier in das Heiligtum zu kommen. Haha! Und hier platzieren wir mal wieder die Ikone, um das zu beanspruchen. Der Gegner, den wir da gesehen haben, ein ziemlich fieser Bursche. Mit dem wollen wir uns nicht unbedingt anlegen. Beziehungsweise, ja, mindestens einmal töten werden wir einen dieser Gegner, aber ja, ich werde jetzt in dem letzten Gebiet nicht mehr so viel machen, was das angeht. Ich denke, das ist nicht nötig. Oh, ich wollte eigentlich hier rein in das Menü. Ich denke, wir können mal die ganzen Bündel voll Salz benutzen, denn damit können wir uns vielleicht jetzt noch ein Level-Up verdienen und außerdem das Inventar ein bisschen aufräumen. Die bringen wirklich nicht mehr so viel jetzt in diesem Status des Spiels. Deswegen kann man die jetzt ruhig mal verbraten hier alle. Ich denke jetzt, jetzt kriegen wir noch ein Level-Up. Das ist schön. Kann ich jetzt nämlich wunderbar noch in investieren, um mir bessere Rüstung anziehen zu können für den Endboss, damit ich nicht so Riesenprobleme mit ihm haben werde. Wir kriegen ja dann noch Stufe 4 schwere Rüstung, dafür brauchen wir noch 3 Level. Ich glaube, die möchte ich auf jeden Fall noch haben, bevor wir dann schließlich später zum Endboss gelangen. Hier kriegen wir noch einen Shortcut freigeschaltet. Ich glaube, das machen wir jetzt auch, indem wir hier erstmal nach links gehen und uns das Gebiet näher angucken. Ein Steinleiter, das ist toll. Den können wir gar nicht mal so gut gebrauchen noch. Wobei, ein paar Quests könnten wir mal noch machen, wobei wir ja schon Steinleiter aufgestellt haben. Deswegen könnten wir einfach dahin gehen auch, um um den dann zu verwenden. Und hier haben wir tatsächlich einen Shortcut zurück nach Hagars Cavern, was ziemlich witzig ist, finde ich. Hier unten haben wir aber eigentlich überhaupt nichts mehr zu suchen, denn Hagars Cavern stinkt mir immer noch. Ich mag das Gebiet nicht und ich mag den Boss in Hagars Cavern nicht. Das war dieser Pirat, falls ihr euch noch erinnert. Und deswegen gehen wir einfach mal wieder zurück, um mit diesem Gebiet hier direkt fortzufahren. Denn das Gebiet hier ist das, was wir auf jeden Fall jetzt abschließen wollen. Und das so schnell wie möglich. Ich glaube hier links, genau, hier war der Shortcut, den wir später kriegen. Das heißt, wir gehen hier einfach dreist vorbei. Und wollen diesen Gegner hier erstmal erledigen. Denn warum nicht? Und ich glaube, ich bin tot. deshalb nicht wahrscheinlich. Ja, diese Gegner machen einen Haufen Schaden. Und ganz ehrlich, solange ich nicht muss, würde ich mich mit denen auch nicht anlegen. Und aus irgendeinem Grund habe ich mich jetzt mit ihm angelegt, obwohl ich nicht musste. Aber das macht nichts, denn dadurch, dass ich nicht von ihm getötet wurde. Oh. Schön. Er hat einen Fernangriff. Das habe ich irgendwie vergessen. Oder verdrängt. Schön, wie viel Schaden wir an ihm machen.
Du bist ein Baum. Warum mache ich keinen Feuerschaden an dir? Könntest du bitte einfach sterben? Oh, er stirbt wirklich dadurch. Okay, ich dachte, das wäre vergeudet. Wir kriegen ein paar Pfeile zurück und Geld. Toll. Ja, wir wollen hier runter an der Stelle, wo man das einigermaßen sehen kann. Das war weniger cool. Ich werde mal kurz mich heilen. Das macht Schaden. Asche eines Grabwanderers. Ach, wie schön. Und vereistes Reliquiar. Das ist gut. Dann kriegen wir wenigstens mal ein bisschen was von denen, um auch zu sehen im Bestiarium, was die so fallen lassen. Das ist immer gut zu wissen. Wir bekommen noch einen versunkenen Anhänger. Ich habe diese Gegner hier eigentlich immer ganz gerne mit... kommst du bitte? Würde ich gerne triggern, damit ich mir das Item holen kann. Danke. Gut, dann heißt, ich kann mir jetzt die Kiste holen. Und dann bist du mir auch schon egal. Ja, ich sehe ganz gerne immer im Bestiarium, was die Gegner so droppen. Und wenn man das einmal bekommen hat, dann sieht man das halt. Ansonsten natürlich nicht. Denn das wäre ja Spoiler. Ich erinnere mich noch gut an dieses Gebiet hier. Denn das war eins der Gebiete, was ich oft und lange gemacht habe. Und kurz nachdem ich gesagt habe, ich erinnere mich noch gut daran, habe ich das auch schon wieder bereut, denn so wirklich auskennen tue ich mich hier tatsächlich gar nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es furchtbar war. Na, wobei es geht. Also wenn man hier ein bisschen auf diese Gegner Acht gibt und denen vielleicht einfach auch aus dem Weg geht, dann funktioniert das tatsächlich ziemlich gut. Denn dann kommt man hier auch ziemlich problemlos durch. Bei dem Gegner hier müssen wir uns auch nicht aufhalten. Der ist mir auch ziemlich egal. Wir nehmen uns das Item hier mit. Eine Diamantanhäufung, was wieder mal ein Upgrade-Gegenstand ist, den wir sehr gerne natürlich annehmen. Und soweit ich mich erinnern kann, können wir hier links hochklettern. Ja, genau. Und ich meine, da oben war ein Checkpoint drin. Ich erinnere mich gerade nicht mehr, ob man da so jetzt hochkommt. Ja, kommt man, okay. Und scheinbar irre ich mich. Hier ist doch kein Checkpoint. Hier war aber irgendwo ein Checkpoint. Ach, okay. Hier ist die Abkürzung. Hä? Okay, machen wir das Ding mal auf. Gucken mal kurz hier durch. Denn hier sehen wir jetzt, hier rechts kommen wir zum Heiligtum. Das ist das, was wir eben gesehen haben. Dadurch haben wir jetzt schon den ersten Checkpoint geöffnet. Das ist schön. Das heißt, wir haben deutlich weniger zu laufen, um hier wieder zurückzukommen. Boah, hier sollte ich mir merken, dass ich da springen muss. gab es da oben noch was? Ich weiß, dass es hier irgendwo einen Gang gab, den man nicht ganz so einfach erreicht hat. Aber da oben nicht. Okay. Hier kriegen wir noch ein Kriegshorn. Okay, ich glaube, das steigert unseren Angriff für eine gewisse Zeit, oder? Wir kriegen einen vereisten Anhänger. Das ist eine echt fiese Stelle. Denn an dieser Stelle hier müssen wir hier runter. Und ich habe mich falsch erinnert. Ich dachte, wir müssen nach rechts. Scheinbar müssen wir nach links. Ach, wie schön. Okay. Ja, dann, wir sind ja schnell wieder da, ne? Und unser Salz ist auch nicht verloren, denn das kann ich jetzt einfach von der Fledermaus, die da übrig bleibt, oder was auch immer das für eine Kreatur ist, wiederholen. Das wollte ich nicht. Danke. Und wie ich schon gesagt habe, wir sollten an der Stelle springen. Wir sehen hier immer so ein bisschen, wo wir hin müssen, indem wir auf das Wasser achten, was nach oben steigt. Denn hier sehen wir schon... Danke. Ja, flieg ruhig weg. Kommt aber wieder, ne? Macht ja keinen Schaden zum Glück. Vergiftet nur ein bisschen, aber was soll's. Ach, komm. Ach, komm. Jetzt hat's uns auch noch wirklich vergiftet. Ich nehme eine Rotscherbe und was... So. Kackvieh. So, und hier... Hier wollen wir auch nicht nach links? Wie kommt man denn da runter? Von rechts vielleicht? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, man kommt da irgendwie noch so runter. Das macht nichts. Wir haben viele Versuche dafür. Das ist mir vollkommen egal, wie oft ich jetzt hier sterbe. Ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht mehr so wichtig. Aber ich will da jetzt runter. Das gibt's doch nicht. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Ich meine nämlich,
kann hier runter. Und diesmal haben wir es direkt erwischt, zum Glück. Hm. Kann ich mich hier an die Wand heften vielleicht irgendwie? Nee. Dann, ach so. Ich glaube, ich habe... habe ich jetzt zu schnell A gedrückt? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Nun ja, was soll's. Wir probieren es immer weiter, bis wir da irgendeinen Weg gefunden haben, um runterzukommen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, aber was soll's. Ne? Ich glaube, man kommt da irgendwie von der anderen Seite noch rüber. Das habe ich... ich will mein Salz wieder haben, wenigstens. Das ist natürlich jetzt so eine Todesschleife, die ich hier eingegangen bin. Dadurch, dass ich jetzt quasi hier immer wieder hin muss, um mein Salz wieder zu holen. Hm. Eine Rotscherbe, ich glaube, das war verschwendet. Man kommt da runter. Es ist noch nicht ganz so angenehm, aber es funktioniert irgendwie. War hier der Checkpoint? Hm. Ne, hier ist ein Baum. Hallo, Baum. Ich glaube, hier ging es weiter. Ich möchte zuerst nach links. Denn ich weiß, dass hier links was war. Was Besonderes. Ich meine, hier will man nicht unbedingt her, weil das eine recht fiese Stelle ist. Aber hier gab es, meine ich, irgendwas. Hm. Gucken wir doch mal nach, ne? Und hier ist irgendwie... Da unten ist ein Kerzenleuchter. Das heißt, da kann man bestimmt hin. Ja, die Stelle hier ist auch wieder so gemein. Ich springe mal genau dahin, wo die Kerzenleuchter sind. Ich denke, das ist keine schlechte Idee. Ich weiß nicht, wohin. Links oder rechts? Was sagt ihr? Hm? Nehmen wir mal eine Fackel zur Hand. Vielleicht sieht man da ein bisschen mehr. Ich gehe nach links. Ich glaube, das war die richtige Entscheidung, ja. Okay, links... Da unten kann man auch landen, meine ich. Hier? Ja. Hm. Heilen wir uns mal ein bisschen. Ich glaube, ich will nach rechts rüberspringen. Ja, möchte ich. Dann nach links. Okay. Es hat fast funktioniert. Wir kriegen eine schimmernde Perle als Belohnung. Damit kann ich leben, denke ich. So, dann gehen wir hier noch runter. Hier ist auch kein Geheimgang oder so. Ich möchte hier auf jeden Fall nach links erst springen. Hm, können wir hier wieder auf diesen Vorsprung und dann hier hin. Hier sind übrigens überall keine Geheimgänge. Ich habe jetzt alles überprüft mit den Wänden. Hm. Möglicherweise auch genau die Wand, nicht die einer war. Und hier ist ein Boss. Habe ich den... Moment. Hier ist ein Boss? Das verwirrt mich jetzt gerade furchtbar, denn die Stelle hier links runter zu klettern, habe ich überhaupt nicht mehr so in Erinnerung. Das heißt, entweder der Boss war ein Witz oder ich habe den Boss vielleicht noch nicht gemacht, das letzte Mal? Fragezeichen. Hm. Wir rüsten uns mit dem Teerfeuer aus und stürzen uns in den Kampf. The Forgotten King, den habe ich gemacht, das letzte Mal, meine ich. Okay. Oh, ihr seid drei. Oh. Einer von euch zaubert, hä? Werd nicht mal heilen. Ich glaube, das war gar nicht so schlecht gerade von mir. Ich glaube auch, die sind gegen Feuer relativ anfällig sogar. Oh Gott. Und ihr seid grundsätzlich relativ anfällig. Hm. Ich will jetzt nicht sterben. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Okay. Ich wusste, dass ich mich heilen musste zu dem Zeitpunkt, aber... Hm. Ich überlege gerade, ob ich dahin wieder zurückgehen möchte. Ich kann mich an den Boss ehrlich gesagt nicht erinnern. Entweder weil er das letzte Mal wirklich schnell besiegt war oder weil ich da nie war. Hm. Komisch. Nun ja, gucken wir erstmal. Ich würde sagen, wo gehen wir denn jetzt hin?
wieder zu dem Boss, bis der besiegt ist? Ich weiß es nicht. Eigentlich würde ich ganz gerne... Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir checken erstmal den anderen Weg, was da so ist. Sehr seltsam. Ich glaube, der ist optional. Ich bin mir echt nicht sicher. Und ich habe schon wieder hier den Sprung verkackt. Warum überlebe ich denn diesen Sprung hier nicht? Das kann doch nicht sein. Das ist echt eine dämliche Stelle. Weil man da... Man dann an der richtigen Stelle dashen kann, um an die Wand zu kommen. Ich weiß es nicht genau. Finden wir es heraus, ne? Irgendwann werde ich auch den Sprung mal hinkriegen. Beziehungsweise ich möchte mal kurz ausprobieren, was passiert, wenn wir hier... Hier sterben wir. Also irgendwie gefällt mir das hier nicht. Ich gucke mal ganz kurz auf die Karte, ob es hier irgendeinen Hinweis gab. Ja, gibt es. Ich glaube, die drei sind optional. Da unten. Ich möchte eigentlich... also es wäre echt hilfreich, das nächste Heiligtum jetzt noch zu erreichen. Das mache ich auch in dieser Folge noch. Damit wir die Möglichkeit haben, uns beide Bosse... Die nächsten beiden Bosse auszusuchen. Einen davon. Vielleicht mache ich auch den einen jetzt noch. Mal gucken. Gucken wir mal. Wenn ich jetzt hier gegen dasche... Okay, das funktioniert. Ich musste niesen. Okay. Da oben möchte ich gerade nicht durch. Ich gehe erstmal hierher. Gehen wir darüber, wo ich den Boden sehen kann. Da kann ich runter, theoretisch. Hier muss man sich so ein bisschen merken, wo man her kann, habe ich das Gefühl, ne? Okay, da kann ich nach links rüber, theoretisch. Und praktisch auch, das ist schön. Hier kann ich auch rüber. Ich glaube, hier war auch richtig, um weiterzukommen. Dich ignoriere ich mal getrost. Und ich glaube, hier gab es irgendwo noch einen Checkpoint, den ich jetzt getrost übersehen habe. Denn hier ist der nächste Boss. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir probieren den noch. Oh, das war der. Kraken Dragon Shroud. Schön. Ich habe vergessen, was er kann. Zum Beispiel das. Das war nicht gut, dass ich davon getroffen wurde. Aber er ist scheinbar recht human, was das angeht hier von den Angriffen. Okay. Oh oh. Bitte heilen. Ah. Ich bräuchte eigentlich nochmal ein verstärktes Schwert. Das wäre jetzt gar nicht so verkehrt, glaube ich. Au! Angriff vergessen. Oh oh, das war nicht gut. Okay, gut, ich kann mich heilen, das ist wunderbar. Warum ich davon jetzt getroffen wurde, keine Ahnung. Oh Gott, in den Dingern sollte man nicht drin stehen. Okay, grundsätzlich ist der Boss anscheinend echt nicht so schwer. Ja, wunderbar. Das heißt, in dieser Folge kriegen wir auf jeden Fall noch einen Boss hin, denke ich. Ich werde mal mich noch da unten ein bisschen umgucken, um vielleicht den Checkpoint zu finden. Das wäre gar nicht so verkehrt. Denn so haben wir natürlich immer ein bisschen viel zu laufen und da habe ich keinen Bock drauf. Gucken wir doch mal, ne? Das war wieder ein Fehler. Aua. Jetzt hat er sich nicht festgehakt. Ich krieg die Krise bei diesem Sprung da. Ach komm, so oft wie ich jetzt hier noch sterbe, ist echt unnötig. Und wir verlieren all unser Gold. Na gut, ich brauch's eh nicht mehr wirklich.
Ich könnte vielleicht noch versuchen, damit das ein oder andere Upgrade zu bekommen, aber ja, also wirklich sinnvoll. Die Rüstung könnten wir vielleicht noch verstärken. Jetzt habe ich vergessen, dass ich da springen muss. ja. Oh. Aber ansonsten, also außer Rüstung verstärken. So funktioniert es doch. Wie schön. Ich glaube, hier rechts war irgendwo der Checkpoint. Ich bin mir gerade nicht mehr so ganz sicher. Wenn ich hier so an denen vorbeigehe, was kriegen wir hier? Aufträge des Herzogs. Wie schön. Au. Ja, mach ruhig den Angriff. Klar. Den, wo du mich auf jeden Fall triffst. Also nicht auf jeden Fall, aber eine Kristallsphäre. Wie schön. Gucken wir mal hier noch nach. Was gibt's denn hier? Hier sieht man nicht, was es gibt. Das ist auch toll. Das ist keine Mimik. Interessant. Aufträge des Herzogs, das heißt noch mehr Upgrade-Gedöns. Und hier kann man theoretisch sogar runterspringen, wenn man möchte. Und hier ist kein Geheimgang. Interessant. Ansonsten gibt es hier nicht wirklich was. Da unten vielleicht noch. Au. Ich glaube, hier war der Checkpoint, oder? Ja, hier ist der Checkpoint. Wie schön. Wir bekommen einen Steinhändler und können uns hier dann den Checkpoint entzünden. Hier kommen wir allerdings nicht hoch. Okay. Und hier rechts war auch kein Geheimgang, ne? Nee. Okay. Können wir da runter? Ja, können wir. Wir bekommen kaum Schaden. Das ist schön, dann kann ich den Boss hier jetzt nämlich machen. Dann habe ich den anderen tatsächlich das letzte Mal einfach nicht gemacht. Ich würde sagen, wir versuchen es mal mit dem Schockstein, denn wenn das ein Drache ist und damit ein Flugwesen, wird er vielleicht schwach gegen Blitzschaden sein. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Ich werde den Versuch hier jetzt noch on camera machen und dann gucken wir mal. Au, der Angriff ist böse. Und vielleicht sollte ich mir überlegen. Okay, dem kann man tatsächlich ganz gut ausweichen sogar. Wenn man es denn kann. Theoretisch geht es. Oh, das ist schön. Mach ruhig den Angriff. Oh, du machst den auch nach hinten, wenn... Verdammt. Das ist weniger cool. Ich bräuchte ein Anti-Blitzschild. Das wäre äußerst praktisch hier an der Stelle. Und ich hätte ganz gerne, dass du hier weiter rüberkommst, um ehrlich zu sein. Ich nehme mal noch den Schockstein. Das war uncool, dass er mich jetzt da erwischt hat. Ich habe gedacht, er macht vielleicht nur einen Schlag. Da wollte ich ausweichen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Schade. Ich weiß gerade gar nicht, was mehr Schaden gemacht hat. Der Schockstein oder das Flammendings. Ich glaube, beides so ziemlich gleich. Und ich denke mal, an der Stelle hat man jetzt auch alles gesehen, was das Viech kann. Das heißt, wir können uns wiedersehen, wenn ich den Boss besiegt habe. Bis gleich. So, und da hätten wir ihn schon. Wunderbar. War gar nicht mal so schwer. Ich habe jetzt noch 3 Anläufe gebraucht, glaube ich. Die ersten habe ich ziemlich schnell verhauen. Allerdings haben wir ihn damit besiegt und somit, ja, ist der Boss fertig. Und wir können weiterlaufen und zwar ins nächste Gebiet zu diesem Herrn hier, der was zu sagen hat. Es ist an der Zeit, dass du meinen Namen erfährst. Es gab eine Zeit, zu der ich viele Titel hatte. Menschen kannten mich auch unter anderen Namen, aber Titel, Ruhm, Schande, alle diese Dinge sind hier wertlos. Auf dieser Insel ist mein Name Jared. Der Jared. Der Jared. Neid ist so eine Sache. Ein Mann beneidet seinen Nachbarn, dessen Frau sehr schön ist. Ein Lord beneidet einen König, der den Adligen Befehle erteilt. Ein König beneidet einen Gott,
vor dem sich alle verneigen müssen. Und ein Gott beneidet. Ein Gott beneidet, was ein Gott nicht haben kann. Ich wollte so viel vom Leben, doch Zufriedenheit wich mir aus. Und die Dinge, für die ich betete, nun, würdest du glauben, dass ein Gott tatsächlich meine Gebete erhört hat? Diese Dinge, dieses Leben, diese Insel, sie sind meine Belohnung. Fantastische Kräfte, eine Lebzeit der Knechtschaft und eine Existenz dem Fegefeuer gleich, alles an diesem stillen Ort. Der Gott dieser Insel ist der Gott, der mein Gebet erhört hat. Seine Existenz ist eine der unersättlichen Gier für etwas, das ein Gott nie haben kann, im Licht geboren zu werden. Er machte Jagd auf die Gierigen, sammelte in den Tiefen der Königreiche und Länder, in der von Wahn geleiteten Hoffnung etwas zu erhalten, das er nie haben kann. Leider, wir sind dem Salz entsprungen, gebunden von den Heiligtümern. Wir sind die ewigen Toten. Dieser Gott, dieser Dämon, ich möchte, dass er namenlos bleibt. Seine Gier nach Macht wird getrieben von Schrecken und Schande. Männer auf hoher See können die Krökern fürchten, aber er gibt diesem abscheulichen Gott keinen Namen. Fahr fort. Okay. Der stille Palast, The Still Palace. Und das, meine lieben Freunde, ist das letzte Gebiet. Und in diesem Gebiet wird es keine Gegner geben. Dieses Gebiet hier ist einfach nur dazu da, um dem Spiel ein ziemlich cooles Ende zu geben. Beziehungsweise ein vor allem atmosphärisches Ende. Ah gut, keine Mimik. Hatte ich mich doch richtig erinnert. Aufträge des Königs, ein High-Item, um Sachen noch zu verbessern. Damit könnten wir jetzt theoretisch noch eine unserer Gegenstände aufrüsten. Ein letztes Mal. Darunter wollen wir noch nicht. Wir wollen zuerst hier hoch. Es hat den ganz einfachen Grund, dass wir hier oben noch einen Checkpoint finden. Und ich glaube, es gibt hier noch nicht mal... Ich bin tot. Ach, schön. Da hat er sich nicht festgehalten. Aus welchem Grund auch immer. Und ich habe 25.000 Salz verloren. Ich hätte einfach zurückgehen sollen mit der blöden Klinge. Aber was soll's. Wir werden uns beim nächsten Mal da umgucken. Ich bleibe jetzt hier bei diesem Checkpoint. Und bis dahin zu kommen, ist ja wirklich kein großes Problem. Dann holen wir uns das Salz wieder. Gehen zu dem Checkpoint dorthin. Und dann gucken wir mal. Ich überlege noch, ob ich diesen optionalen Boss mitnehmen möchte. Man hat ihn gesehen. Ich habe ehrlich gesagt nicht so die Riesenmotivation, ihn zu machen, aus dem ganz einfachen Grund, dass er ewig weit weg ist und man jedes Mal den Weg laufen muss, wenn man stirbt. Deshalb ist das vielleicht nicht die beste Idee. Aber ich guck mal. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Salt and Sanctuary, was dann definitiv die letzte Folge sein wird. Wir sehen uns bis dahin.